Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Forst Let's Play mit dem Markus. Ja, servus Leute, und ich verhindere die Ladung hier als Absicherung. Muss man in echten zwar nicht machen, aber wir fahren jetzt einmal da, dass wir gemeinsam runterkommen zum Sägewerk. Sägewerk, ja. 15 km/h reichen hier aber auf dem Weg, oder? Ja, dann muss ich Stufe 1 ist das Tier, oder? Ja, halt 12, 13 ist das bei mir. Könnte ich ein bisschen raufdrehen, wenn ich will. Ah, das ist schon eine richtige Ladung, was wir hier drauf gepackt haben. Auf jeden Fall, halt. Wir haben zwar beim ersten Mal da mal mehr nicht drauf überladen, gehabt. Aber gut beladen. Du musst ja aufpassen. Nicht so eng rechts die Kurven runter. Nehmen. Meinst du, ich muss ein bisschen größere Bögen fahren? Ja, teilweise. Weil er hat gekippt schon. Ganz leicht. Ach, das, die Ladung ist schon ordentlich. Gefällt mir. Bin schon gespannt, wie wir das dann mit dem Verladen hinbekommen. Unten nachher auf das Förderband. Warte mal, wie fahren wir denn da jetzt am besten? Nach rechts oder nach links? Rechts rum. Rechts und dann rechts über rum? die Ortschaft, glaube ich. Also dann musst du Bin komplett nicht so das Feld weit. 23 umfahren. Nach links. Geht aber auch, du kannst nach links auch fahren. Jetzt habe ich schon hier. Rechts ist der Bauernhof, ich weiß nicht, ob du da halt immer in der originalen Map, ob du da fahren kannst. Jetzt kannst du aber Stufe 2 zumindest fahren. Mache ich jetzt gerade also. 25? Oder willst du ganz Vollgas? Ja, mir ist es gleich. Du müsstest da irgendwo auf den Bauernhof reinbiegen, dass du gleich rüberkommst, was du musst. Oder ist dort oben nachher die Straße erst? Geht der Straße vorbei? Ich glaube nicht. Die geht auf den Bauernhof nämlich. Wir müssen oben lang. Naja, wir hätten unten fahren sollen. Feld 23, ja. Das ist auch schon egal. Fahren wir 3, Stufe 3 oder voll. Ja. Mit Anhänger schaffe ich dann aber nur 40. Ja, meiner auch nur fährt 40. Ja normalerweise knapp über 50. Meiner geht irgendwie schneller. So. Mal schauen hier. Noch bremsen müssen, so irgendwie. Schon eine ordentliche Ladung hier. Und ich hoffe, wir kommen da jetzt nachher runter bei Feld 16 danach. Ich finde, die Map ist aber echt verdammt geil ich gemacht. Die so cool, ja. Ist ja mal eine Map, wo du auch alles mit der Hand machen musst, wo du nicht wirklich einen Helfer einsetzen kannst. Ja. Außer die besonderen Helfer, die es da gibt. Ach, nee, warte mal. Ja, Horseplay zum Beispiel. Du hättest schon runterfahren nee, können. Heißt Steering? Nee, Steering oder? Ja, was? Autocombine und. Autocombine, genau, das ist der, der die Feldgrenzen abfahren kann. Yay, yeah, guten Leckt, oder? Du leckst bei mir zwischendurch auch etwas TS. So. Jetzt sollten wir aber gleich beim Sägewerk sein. Hier schon das Sägewerk. Habe ich gesagt, ich sehe oder ich säge? Ich sehe, hast du gesagt. Ah, wunderbar. Hier ist auch noch ein kleiner Forst. Beim nächsten Mal wissen wir es, wo wir hin müssen. Jo. Obwohl, ich finde das gar nicht schlecht, zwischendurch mal so eine längere Tour zu machen. Mich jetzt nicht gestört, dass wir wahrscheinlich jetzt 5 Minuten länger unterwegs... Naja, noch nicht mal. Nein, Moment nicht, länger aber. Unterwegs waren. Wir bauen für sie... Das ist die BGA, oder? Was man kaufen kann. Da. Ja. Aber der andere Weg wäre deutlich kürzer. Ja, auf jeden Fall. Eine 23 brauchst du nach unten aufs Eck, dann um die Kurve und dann... Irgendwann müssen wir mal die BGA kaufen, einfach mal um zu gucken, wie die aussieht. Weil das hier ist schon echt geil gemacht. Ja, wir haben eh genug Geld. Habe ich letztes Mal bei einer LS11-Map gesehen, dass das so gelöst war. So, Sägewerk, da ist es. Du musst dich halt gleich so hinstellen, dass wir halbwegs schön beladen können dort. Ja. Ich weiß zwar noch nicht wie. Ja, ich werde einfach. Ich stelle mich da mal auf die Wiese und hole uns einmal den Merlo heraus. Jo. Ach, der ist da in der Halle? Ja. Dann fahr du erstmal. Ah, in der ganz letzten. Habe ich den reingestellt, ich habe nicht mehr gewusst genau wo.
So. Ich kann die Schaufel ja leider nicht bewegen. Am besten ist, ich würde, gut, wenn du noch ein bisschen so rüberfährst weiter, halt da den Weg entlang. Wird jetzt hier so. Nein, dann, weil dann muss ich einfach immer 90 Grad. Ja, da muss ich jedes Mal drehen. Okay. 90 Grad, ja, das geht ja. Das bedeutet, ich soll da nochmal durch die Halle durch. Oder ich lasse dir jetzt hier ein bisschen Platz. Okay, jetzt okay. Hast du dich schon dafür entschieden. Ich hänge eh schon fest. Du hängst fest? Na, geht schon. Das leckt nur, halt, das ruckelt ziemlich bei mir. Achso, ich darf ja nicht bewegen. So, bitte sehr. Lass du machen. Gut. Bin schon gespannt, wie das aussieht. Weil viel da sieht man nicht. Ja nicht. Von dem, leider, drinnen vom Sägewerk. Und da hinten kann man es, auf der Hinterseite kann man es abholen, oder wie? Ja, da ist an der Seite ein Auslass. So ein Schütte ist das, okay, die ist aber ziemlich niedrig. Ich hätte von... Ja, ich werde wirklich zwei, drei probieren. Na, erstmal ein. Okay. Ich will es nicht direkt hier zerstören. Man bekommt zwischen ein und, warte mal, das war aber Schwierigkeitsgrad auch abhängig. Bei mir ist es ja jetzt lustig, weil die Gabel sich nicht, halt der Arm nicht bewegt vom Merlo, sondern nur die Schaufel. Kann es auch sein, dass das ein Merlo-Bug ist? Nein, nein, das ist ein Bug von der Gabel. So, es zieht hinein, oder? Du solltest ihm halt ein bisschen mehr in die Mitte haben, dass er nicht im Rande in der Kollision verschwindet. Dann der einfach oder geht er da durch einfach oder bin ich gespannt, wie das aussieht. Okay. Der verschwindet einfach, soweit ich weiß. Zieht sich da rein und weg ist er. So, du wirst eh ein bisschen brauchen und lass dich da alleine. Okay. Ich schau mal noch kurz auf die Einnahmen. Ja, die müsste ich ja auch sehen. Einnahmemissionen, sonstige Einnahmen, 9000. Also nein, wir haben verkauft auch zwei Lindner Stapler. Oh, das schaut so komisch aus bei mir jetzt. Ich kann, dann muss, du hast schon drei gleich auf einmal. So, ich würde jetzt gleich aber dort oben hingehen, wieder weitermachen, dass man ein bisschen was vorwärts geht. Ja. Überleg nur gerade, was ich mache. Ja, die langen Stämme schlichten bringt nichts, wenn, dann bringt es nur was, die ganzen kurzen zu holen. Dass man die mal ein bisschen freiräumt. Wow. Ja, da muss ich da auch mal niedrigen herumfahren. Das machen mich echt fertig. Du legst doch bei mir im Teamspeak halt irgendwas, das bei deiner Internetverbindung heute auch nicht ganz. Vielleicht kommt das noch dazu. Und dann, weißt du, hakt sich gleich komplett alles zusammen. So, stellen wir den einmal auf die Seite. Ausmachen natürlich. Ja. Den MP-Track stellen wir auch auf die Seite. Den brauchen wir nicht. Ich nehme den anderen. Na komm. Wieder drei Stück, okay. Aber entladen geht relativ schnell, oder? Vom Anhänger. Ja, naja. Mit mehr FPS wäre ich ziemlich schnell. Weil das ist eigentlich was ich. Also den greift mich in den. Ich würde, glaube ich, so dreist sein zu behaupten, das kann ich. Ja, das ist auch immer schwer. Entschuldigung, ja. dass ich dich jetzt wieder runterholen muss, aber den Greifer zu benutzen ist keine Kunst jetzt. Ja, aber ein paar FPS mehr, das wären jetzt eine Kunst. Denke ich hier fest. Ich schau gleich, dass ich die zwei Stücke da vorne auch gleich noch mitnehme. Sollte eigentlich funktionieren. Vor allen Dingen, der Merlo ist nicht ganz für die Gewichte. Die Baumstämme sind so extrem schwer. Der geht hinten so extrem hoch, wenn du mehr als einen drauf hast. Ja, okay, aber ja, sollte eigentlich aber nur mal so packen. Mehrere als einen. Also ja, aber es ist der Weidemann auch nicht viel besser, das habe ich auch gehört schon, dass das mit den Gewichten halt das relativ heftig ist. Dass der Weidemann, wenn du mehr als einen Baum, dass der auch schon in die Luft geht. Die meisten Modder geben ihren Geräten generell ziemlich viel Gewicht. Das merkt man meistens, wenn man mit einem Mod irgendwie gegen einen Standardtraktor fährt im Multiplayer. Ja, ich weiß. Das ist ja häufig auch mal auch im Community-Server passiert. Die Standardfahrzeuge sind dann, ja, und der Mod, der bleibt stehen. Das ist nicht gut. Aber wieso geht das nicht? Wieso kann ich, wenn ich drei Stück auf einmal greife, dass die dann so herumpacken? Aber das war ist schon wieder drei reingeschmissen.
Ja, falsch. Haben wir da den Haufen zusammen? Ist ja eigentlich schon das Kraftwerk von Anfang an. Ach, das ist ja bei uns da hinten. Das genau. Kraftwerk ist bei uns. Das haben wir eh schon gesehen. Da wo man den in den Schuttbunker das Zeug reinhauen muss. Sonst was für. Ja, sonst gibt es noch das Hackschnitzellager, das ist auch bei uns. Und sonst wüsste ich jetzt nicht, was noch geben gibt für Weil wir Gebäude. können dann gleich mal Ladung Hackschnitzel fahren. Also ich könnte ausprobieren, ob ich mit Fortuna hinkomme. Das Problem. Warte mal. Ich könnte kurz einmal schon. Was für Traktoren habe ich nach unten stehen bei uns da? Da hätte ich eh noch einen. Achso, na, das ist bei dir. Das ist im Wald. Einen MP. Ah, Xeran ist mir zu groß. Ja, für sowas auf jeden Fall. Den haben wir eigentlich auch nur zum Hexen, mehr oder weniger. Nein, ich hätte da gerne nämlich da herunten. Achso, oh ja, ich hätte noch einen. Ja, der Boomer ist fast. Der Ursus, einen kleinen Ursus mit 100 PS, der ist auch ein bisschen klein. Ich wurschte dich nicht mehr kurz in Fendt von oben. Setz die Zange da ab. Und hole mal den Anhänger zu dir. Jetzt habe ich mir mal 4 zugetraut. Und probiere aus, ob ich da. Wenn der ein bisschen besser ausbalanciert wäre und das Gewicht besser würde, würde das richtig gut gehen. Aber du kannst halt irgendwie nicht schlecht lenken. Ne? Wenn da was drauf ist, dann kommst du ja kaum in die Kurve. Ich warte schon auf die Modder, die nachher so übertriebene Zangen machen, so wie sie so bei den in Amerika oder auch bei den großen 30 Bäume Papier, nein, Papierfabriken, wo du einen ganzen LKW-Auflieger auf einmal sozusagen nimmst. Ja. Von oben, da greifst du von oben drauf, ziehst unten so zusammen. Boah. Ich finde dieses Gebäude so wunderschön texturiert, ne, die Säge. Ja, das Sägewerk. Ich finde das überhaupt auch da auf der Map so mit den Holzen, unser Außenposten, wo wir da unsere Fahrzeuge umgestellt haben, dass das so richtig klein alles ist und nicht so wahnsinnig groß. Dass man ein bisschen herumschieben muss auch. Dass man nicht einfach nur mit Vollgas einfach reinfahren kann und 50.000 Umdrehungen machen kann am Hof. Aber jetzt möchte ich mich dieses Mal echt mal für meinen Faszien entschuldigen. Heute ist das hauptsächlich durch meine niedrigen FPS. Ja, das ist noch von gestern einfach. Alkohol im Blut. Nö. Nö. Nicht mehr. Ein bisschen her. So, ich komme zu dir, aber ich komme gleich durch den Wald durch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sinnvoller anders fahren kann. Da kenne ich halt den Weg. Fahr ich durch den Forst drauf. Und ich hoffe, dass der Fortuna funktioniert. Wenn nicht, müssen wir sich einen anderen nehmen. Ich hätte ihm zwar jetzt umgeschrieben schon. Boah, das man merkt voll, wenn du lagst, wenn du deine 10 FPS Einbrüche hast. Na, ich habe gerade auch Kollision hier. Weil ich war so dreist und habe gelenkt. Was, du warst so dreist und hast gelenkt? Ja. Okay. Geben wir ein bisschen Gas durch den Wald. Wir haben ja genug Bauer mit 936 davor. Ja, das ausbalancierte, also ausbalanciert ist ja dafür überhaupt nicht der Merlo. Bei 2 ist schon absolutes Limit. Das habe ich aber das letzte Mal Problem auch gehabt beim Ballen verladen, wo ich 3 Ballen übereinander gehabt habe zum Runternehmen. Da war es auch schon grenzwertig auf der Hinterachse. Da ist einfach der Merlo zu leicht. Generell. Hast du den. Nein, der ist nicht so leicht, der ist ganz korrekt angepasst. Hast du den Teleskoplader vielleicht ausgefahren ein bisschen? Gerade nicht. Weil wenn du den ausfährst, verliert er natürlich voll das Gleichgewicht. Weil er dann vorne das Übergewicht bekommt. So, ich bin gleich bei dir. Nein. Sehe ich schon die BGA. Brauchen eine neue Zange. Wieso? Ich hatte diesen Bug, dass die Baumstämme sich nicht enthatchen lassen. Dann hilft es ja, die kurz abzukuppeln. Und du hast die Zange mit hineinzogen. Und die steckt jetzt im Einzug von der. Ja, müssen wir zurücksetzen. Sägewerk. Muss die zurücksetzen.
Ja. Der Bart ist eh auch jetzt gleich zu Ende. Ich will noch schauen, ob wir da mit den Anhänger jetzt da laden Wir haben aber können. schon einen guten Haufen hier. Ach so, der Haufen kommt am Boden. Scheiße, wir hätten ja, den. Ja. Ich Kannst du doch drunter stellen, noch wird gerade gearbeitet. Ja, hier. Super. Ah, da ist ein Zaun. Na, das war jetzt Glas. Ich komme da nicht weg. Ich weiß nicht, wie ich da drunter stellen soll mit dem langen Gefährt. Ich fahre jetzt in den Busch hinein, da. Ich hoffe, der hat keine Kohle. Schon extrem geil, diese Animation auch. Na, gekommen. Scheiß Leck. Ja, nein, der geht sich von der Höhe nicht mehr aus. Ach so. Dann können wir das knicken. Müssen wir schaufeln. Mit den Anhänger geht es sich von der Höhe nicht aus. Zumindest jetzt, wo das da schon unten halb liegt. Ja, es geht sich auch sonst nicht aus. Sehe ich gerade. Außer man kann ihm irgendwie noch irgendein Anhängerkuppel runter, wenn man rauf, den Aufbau möglich, oben runtergeben kann man nicht. Ja. Habe ich gerade nachgeschaut. Weiß. Ja, Füllstand? No, 92%. Warte mal. Anhänger, weitere Möglichkeiten mit der Maus, Kabinenlicht. Keine Ahnung. Ja, der Haufen hier hat gleich 92%, sprich 10.000. Ja. Bräuchten wir einen Radlader oder so. Müssen wir sich mit irgendwas schauen, dass wir das schaufeln können. Wie wir es machen, jo, werden wir aber erst im nächsten Part sehen. Und ich würde sagen, bis denn. Ciao, Leute. Ciao.